Die Alster, ein feuchter Fluss im herrlichen Hamburg mit einem geheimen Geheimnis, denn am Ufer lauern nicht nur super gefährliche Spielzeugpistolen, sondern auch faszinierende Fakes. Gibt so viele Waffen, viele Tacker, viele Faker an der Alster. Hier hat alles angefangen, an dem Tag, als Simon Desues Freundin sein Handy in die Alster getreten hat. Achtung, jetzt singt er wieder. Such mein iPhone, wo ist mein iPhone? Such es schon seit 2 Minuten in der Alster. Die Alster, irgendwo da drin ist mein iPhone. In diesem Video decken wir auf, wo Simons Handy wirklich ist, was dieser weiße Strich damit zu tun hat und warum dieser kleine Hosentaschentrick ein Fehler war. Achtung, Ohren zu halten. Alster, 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 Alster. Hi, wir sind Kim und Robert und wir bedanken uns erstmal für die vielen feurigen Flimschlims. Unterm letzten Video haben wir uns sehr drüber gefreut. Einige von euch wollten schon wieder ein Palimpalim als Hashtag unter diesem Video. Deshalb gibt es jetzt endlich ein trashiges Chuchu. Postet das bitte in die Kommentare, wenn ihr unseren Kanal mit Glocke abonniert habt. Und freut euch auf unser Exklusivinterview mit der Frau, die für Simon Desue verantwortlich ist. Eine gewisse Kim von der erfolgreichen Influencer-Agentur Momomia, die Chefberaterin von Simon Desue, jetzt live mit uns verbunden, hat extra ihren Urlaub abgebrochen. Live an der Alster, Kim. Hallo, ja, ich habe hier extra meinen Urlaub abgebrochen. Fangen wir mal von vorne an, ja? Simon Desue steht ja mit einem Bein im Knast, denn er hat eine Waffe gefunden an der Alster. Ja, die habe ich ja da hingelegt, ne? 22,49 Euro bei Amazon gekauft. Wenn du Spielzeugpistole eingibst, ist das der Bestseller. Hier, die schießt auch mit weniger als einer Energie von 0,5 Joule. Damit werden wir natürlich auch nicht zur Polizei gehen. Das glaubt uns doch kein Mensch, dass die Waffe echt ist. Naja. Ach komm, und jetzt kommst du mir gleich auch noch mit den Drogen. Ist das Kokain? Koffeintabletten waren das natürlich. Die habe ich direkt mitbestellt im Internet. Da gab es das Ganze dann zusammen versandkostenfrei. Okay, dann lass uns doch mal über den Grund sprechen, warum Simon Desue überhaupt erst an der Alster war. Ich meine, seine Freundin hat ja vor ein paar Videos da sein iPhone einfach mal so reingekickt. Ja, mein iPhone befindet sich irgendwo hier drin. Allein das war ja schon eine äußerst gefakte Aktion. Gefaked? Überhaupt nicht. Simon hat 1,5 Minuten lang nach seinem iPhone gesucht in der Alster. Wer würde so weit gehen für sein iPhone? Niemand außer Simon Desue. Ich werde es niemals wiederfinden, Alter. Insgesamt war es natürlich eine blöde Aktion von seiner Freundin. Die hat sich einfach mitreißen lassen. Ja, aus dem Affekt hat die da die Box mit dem iPhone in die Alster gekickt. Eigentlich wollten wir nur ganz unaufgeregt eine Schubse nicht die falsche Box ins Wasser Challenge drehen. Ist ein Trend, der kommt aus den USA. Der hat viele Klicks, wenig Aufwand, kennst du von deinem Kanal, offen und ehrlich. Deshalb haben wir auch gezeigt, wie Simon hier sein Handy in die Box legt und das ungeschnitten. Hier siehst du es ganz genau, Simon holt sein Handy aus der linken Hosentasche und legt es in die Box. Ja stimmt, einen Schnitt habe ich jetzt wirklich nicht gesehen, aber dieser merkwürdige Handyschatten, den habt ihr doch animiert, oder? Genauso wie diesen zweiten Schatten auf dem Wasser und dieses Plumps-Ding da, also... Komm, das tut jetzt hier überhaupt nichts zur Sache. Okay, dann lass uns über das Handy reden. Also, hier sieht man ganz genau, wie Simon Desue es in die rechte Hosentasche steckt. Richtig. Und dann holt er sein Handy aus der linken Hosentasche und legt es in die Kiste. Und der Apfel ist plötzlich weiß, vorher war er schwarz-silbern. Und warum ist da plötzlich so ein weißer Strich auf dem Handy, der genauso aussieht wie von diesem Dummy-iPhone, was ich hier im Internet gefunden habe? Jedenfalls prüft Simon Desue dann sogar nochmal in seiner rechten Hosentasche, ob er auch wirklich das richtige, also das falsche Handy, in die Kiste gelegt hat, damit nicht sein echtes Handy dann in der Alster landet. Ja gut, Robert, er hat halt einen Dummy in die Alster geschmissen, ne? Was soll ich jetzt hier noch groß lügen? Dann haben wir das nicht auf Kamera drauf gehabt und dann mussten wir halt den Schatten noch animieren. Du von der Presse, ne? Ihr, eure gesamte Sippe, die kann immer nur alles schlecht reden. Brisante Sippe. Then you don't know your text and you're just like spontaneously saying things. Irgendwas stimmt hier nicht. Heb doch auch mal was Schönes hervor. Okay, er hat sich schön geärgert hinterher. Das war harte Arbeit. Das haben wir Simon im Rebecca Wing Erschreckungskurs beigebracht. Mein Gott! Läuft bei uns. Ja, aber nur, weil ihr ständig Ideen von anderen YouTubern klaut, ne? Die Videos, die ihr macht, die sind ja alle auch so in amerikanischen Trends. Außerdem habt ihr die Tags der Videos fast 1:1 von anderen YouTubern übernommen. Und was ist überhaupt mit diesen Beschreibungstexten? Hier unter dem letzten Video, ich war auf der Suche nach Unterwasserschätzen. Eigentlich wollte ich mein iPhone X wiederfinden, dafür brauche ich aber Taucherausrüstung, welche ich noch nicht besitze, da günstig eher mein Liebling ist. Aber hey, ein iPhone X sollte ich mir noch finden im See, oder? Echter Schatz gefunden, hihihi. Oder unter dem letzten Video, heute ist die Challenge, schubse nicht die falsche Mist
Mystery Box in das Wasser. Das war eine sehr lustige Challenge und wir hatten viel Spaß, während wir die Mystery Boxen ins Wasser schubsten. Ihr habt über Instagram bestimmt, welche Mystery Box benutzt werden soll. Also Instagram bestimmt den Tag oder das Leben. Haha. Klingt ein bisschen wie die Fibel, die ich in der Grundschule hatte. Weiß ich doch nicht, was du für eine Fibel in der Grundschule hattest. Das liegt an unserer neuen Zielgruppe. Minderbemittelte Backsteine mit Präferenz zu Duschschaum, schlechtem Musikgeschmack und Fortnite zocken. Ah, und die wollt ihr zukünftig noch mehr erreichen, ja? Oh ja. Und unser Erfolg gibt uns recht. Hier dieser Kommentar spricht von Blödsinn. Ich weiß nicht, was Blödsinn ist, aber es klingt so positiv. Und ich sehe gerade, die Crew ruft an. Simon Desio ist gerade in einem neuen Kreativmeeting. Hallo! Ja, Simon, ich bin gleich bei euch. Neue kreative Ideen entwickeln. Und du musst ja auch noch diesen Kindertaucheranzug bei Amazon bestellen, ne? Richtig. Wenn ich das habe, und das habe ich jetzt direkt erledigt, kann das nächste Video bereits beginnen. Ist schon so gut wie fertig. Platz 1 der Trends, wir kommen. Schreibt bitte einmal Blödsinn in die Kommentare, wenn ihr euch das Video gefallen hat. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet, aber wir glauben, das ist äußerst positiv. Kim! Ich dachte, wir bauen mal noch so eine kleine Reaktion ein am Ende. Muss aber nicht. So ein bisschen menscheln sollte es vielleicht. Warum muss es denn menscheln, wenn am Ende immer eine Katze kommt? Katzen! Ah! Das ist ein Katzen! Das Katzen bei uns immer am Ende. Das ist immer bei uns am Ende. Alster, 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 Alster,